herzlich willkommen zu unserem kleinen Video zum Thema Lizenzkontrolle mit dem Application Manager. Mein Name ist Oliver Oehlenberg, ich bin Presets Head im Dach von AppSense und ich möchte Ihnen eine kleine Möglichkeit zeigen, wie man mit dem AppSense Application Manager kontrollieren kann, welche Anwendung auf einem Terminal-Server von was für ein Endgerät gestartet werden kann. Hierzu ein kleines paar Hintergrundinformationen. Wir haben die Herausforderung auf einem Terminal-Server im Endeffekt verschiedene Anwendungen zu installieren. So kann zum Beispiel Visio auf einen Terminal-Server installiert werden, beziehungsweise auch Project. Beide Produkte von Microsoft werden by default bei Device lizenziert. Das heißt, ich muss, sobald ich eine Out-of-the-Box-Installation von Microsoft mache, sicherstellen, dass ich von jeder Anwendung eine Lizenz habe, die für jedes Endgerät gilt. Sprich, jedes mögliche Endgerät, was nun auf den Terminal-Server zugreift, zum Beispiel nehmen wir unser Endgerät A, benötigt eine Lizenz auf dem Terminal-Server für Visio und Project. Das gleiche gilt im Endeffekt natürlich für jeden anderen Client auch. Um Lizenzkosten zu sparen, kriegen wir mit dem Application Manager die Kontrolle hin, welches Endgerät auf den Terminal-Server welche Anwendung starten darf. So kann man zum Beispiel sagen, dass das Endgerät A auf dem Terminal-Server Visio starten darf, aber das Endgerät B ist für den Terminal-Server auf dem Visio auf dem Terminal-Server entsprechend verboten. Somit lässt sich sehr, sehr einfach kontrollieren, welche Endgeräte auf einem Terminal-Server Anwendung starten dürfen. Und ich kriege auch damit eine von Microsoft anerkannte Möglichkeit gegeben, Lizenzkosten entsprechend zu sparen. Danke fürs Zuhören. Ja.